Willkommen auf der Inorgenta in München. Heute zeige ich euch die Highlights aus dem Premium-Schmuckbereich. Kommt mit mir mit. Perlen werden hier oft als so ein bisschen oldschool angesehen, aber gerne setzt ihr am Ende, und zwar mit dieser Kollektion. Und zwar, ich zeige euch hier den Chipsey-Ring. Der Chipsey-Ring besteht aus einer roséfarbenen Perle, schwarzen Diamanten, Acryl und Saphirglas. Und den kann man auch wunderbar kombinieren mit den passenden Diamantringen. Und ich muss echt sagen, ich bin verliebt und auch irgendwie total happy darüber, dass Perlschmuck einfach dadurch ein Stück moderner wird. Ich habe was total Schönes gesehen bei Hans Krieger. Und zwar featuret Hans Krieger in der neuen Kollektion etwas, was ich total liebe. Und das sind florale Motive. Hier zum Beispiel seht ihr die grünen Edelsteine und die nennt man Favoriten. Das, was ich trage, das sind nicht normale Diamanten, das sind champagnerfarbene Diamanten. Und solche tollen Schmuckstücke eignen sich natürlich perfekt für Abendveranstaltungen wie Hochzeiten oder Galas. Schaut euch diese tollen Tansanit-Ohrringe an. Normalerweise sind solche Ohrringe wahnsinnig schwer zu tragen. Aber das Schöne bei den Damaso-Ohrringen ist, dass die von innen ausgefasst sind und dementsprechend sind sie leicht und einfach wirklich, wirklich schön zu tragen. Für alle Musikbegeisterten unter euch, ich habe was ganz Tolles entdeckt von Alcoro, und zwar diese Kopfhörer namens Angel & Devil mit dem kleinen Engelchen und mit dem kleinen Teufelchen. Die sind mit Diamanten und Saphiren besetzt und ich fand die so schön, ich hätte die am liebsten gleich mitgenommen, aber ich habe Pech gehabt, denn die sind leider schon vergriffen. Es war so ein schöner Tag auf der Inorgenta und ich habe so viele neue Eindrücke gesammelt. Und Gott sei Dank ist der Tag noch nicht für mich zu Ende, denn ich ziehe mich schnell um und gehe auf die Jewelry Show und ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen.